Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Ich werde mich zu vier Themenkomplexen äußern. Erstens zum Thema 1. Mai und was bedeutet das für die Lohnentwicklung, die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Zweites Thema Energiewende. Drittes Thema Rentenbeschluss, der im Kabinett ansteht. Und viertes Thema Diskussionen im Parteivorstand und die Ergebnisse unserer Sitzung, die allerdings noch andauert, sodass ich nur die bis jetzt Ihnen sagen kann. Wir haben uns natürlich auch im Parteivorstand mit der Frage 1. Mai, was bedeutet das, beschäftigt. Sie wissen ja, dass wir seit vielen Monaten darauf hinweisen, dass am 1. Mai die Arbeitnehmerfreizügigkeit umgesetzt wird und es gibt immer noch keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Und die Gefahr, dass die Leiharbeit ausgedehnt wird, ist mit diesem Datum verbunden. Und das wäre ein weiteres Einfallstor für den Abbau sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze. Wenn die Bundesregierung nicht endlich dem zustimmt und die Mehrheit des Bundestages natürlich auch, dass wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn bekommen, dann macht sich die Bundesregierung zum Zuhälter für dubiose Leihfirmen. Denn um nur eine Zahl zu nennen, 11,5% der Leiharbeiter müssen aufstocken. Das heißt, die Steuerzahler müssen für zweifelhafte Arbeitgeber aufkommen und wir sind der Auffassung, dass dieser Zustand beendet werden muss. Es bleibt nur noch diese eine Woche im Deutschen Bundestag, um den Mindestlohn vor dem 1. Mai einzuführen. Und die Fraktion Die Linke wird dazu am Donnerstag anlässlich ihres Antrages, den sie stellt, Position beziehen. Und wir hoffen natürlich, dass die Mehrheit des Bundestages in dieser Frage unseren Vorschlägen folgt. Zweiter Punkt, die viel diskutierte Frage der Energiewende. Wir haben jetzt gesehen, dass die Energiekonzerne zurückschlagen. Es war eigentlich schon vor den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg klar, dass dieses Moratorium nicht akzeptiert werden würde. Es gab ja die ersten Klagen. Und nun haben die Energiekonzerne erklärt, dass sie nicht mehr in den Ökofonds einzahlen wollen. Ich finde, das ist ein Verhalten, was überhaupt nicht hinzunehmen ist. Und die Bundesregierung ist nur aufzufordern, dass sie auch gegenüber den Stromkonzernen die Rechtsstaatlichkeit durchsetzt. Wenn ein Bürger seine Steuern nicht zahlt, dann geht der Staat mit allen juristischen Mitteln gegen ihn vor, gegen die Atomkonzerne wird sehr zögerlich vorgegangen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Das ist nicht hinnehmbar und der Finanzminister muss in seine Kasse schauen und endlich das Geld eintreiben. Dritter Punkt. Das Bundeskabinett will in dieser Woche eine Rentenerhöhung von 0,99%, also nicht mal 1%, beschließen. Angesichts der steigenden Preise ist das nicht mal der Inflationsausgleich, also de facto eine Rentensenkung. Wir als Linke fordern seit langem, dass das Rentensystem wieder in Ordnung gebracht werden muss und die Rentenformel wiederhergestellt werden muss. Dazu gehört natürlich auch, die Rentenungerechtigkeit zwischen Ost und West aufzuheben. Der Haushaltsausschuss hatte übrigens das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aufgefordert, bis zum 31. März einen Bericht über die Ostrenten vorzulegen, also nicht eine Anforderung der Linken war das, sondern eine Anforderung des gesamten Haushaltsausschusses. Heute ist schon einige Zeit vergangen und dieser Bericht liegt immer noch nicht vor. Man arbeitet dran, wird uns signalisiert, aber augenscheinlich hat das Ministerium in dieser Frage keinen Überblick. Wir haben die Einschätzung, dass die Bundesregierung mit ihrer Arbeit wesentlich dazu beiträgt, die Rentenversicherung zu destabilisieren. Ich will Ihnen da mal ein Beispiel nennen. Wenn wir in unserem Land die Situation haben, dass 30% der 4 Millionen Selbstständigen so wenig Einkommen erzielen, dass sie nicht in die Rentenkassen einzahlen können und darauf hoffen, später einmal im Alter Grundsicherung zu bekommen, ist das natürlich ein Beitrag zur Destabilisierung der Rentenkasse. Wir als Linke sind der Auffassung, dass die Rentenerhöhung zum 1. Juli höher ausfallen könnte, wenn nicht in den letzten Jahren systematisch der Arbeitsmarkt durch Niedriglöhne, durch Minijobs destabilisiert worden wäre. Für uns ist gute Arbeit die Voraussetzung für gute Rente. Vierter Punkt, wir haben ja gerade eine Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes der Partei Die Linke. Wir haben uns mit
natürlich verschiedenen aktuellen Fragen auseinandergesetzt, auch mit Aktionen bezogen auf den 1. Mai, das erwähnte ich schon, mit der Vorbereitung der Ostermärsche, wo die Linke sehr klar ihre Position zum Thema Libyen-Krieg zum Ausdruck bringen wird. Und wir haben uns natürlich auch mit Debatten innerhalb unserer Partei befasst. Und einen Punkt will ich vielleicht, weil er auch medial schon eine Rolle gespielt hat, besonders erwähnen. Wir hatten ja vor längerer Zeit schon geplant, eine Versammlung, eine Konferenz der Kreisvorsitzenden einzuberufen. In der letzten Sitzungswoche, also am letzten Montag, haben wir diese Konferenz verschoben. Wir haben aber gemerkt, dass das eine falsche Entscheidung war. Darum haben wir jetzt beschlossen, noch vor der Sommerpause eine Konferenz der Kreisvorsitzenden einzuberufen, wahrscheinlich hier nach Berlin, um über die Zukunft natürlich der Gesellschaft, aber auch die Zukunft unserer Partei zu diskutieren. Und wir werden selbstverständlich auch die Kreisvorsitzenden, die das wünschen, in die Vorbereitung ganz konkret einbeziehen. Es wird auf keinen Fall eine Konferenz sein, wo vorne eine Vielzahl von Reden gehalten werden, sondern wir wollen in Arbeitsgruppen diskutieren. Wir hatten bereits einmal so eine Tagung vor einem reichlichen Jahr in Kassel. Und aus der positiven Resonanz auf diese Konferenz, insbesondere der Diskussion auch quer durch die Republik in Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themen, daraus wurde die Schlussfolgerung gezogen, solche Konferenzen zu wiederholen. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir haben also diesen Beschluss von der vergangenen Woche korrigiert. So viel. Herzlichen Dank.